So, hallöchen und herzlich willkommen zur 12. Etappe von Avignon nach Narbonne. Über 197,9 Kilometer. Ja, die Tour schreitet voran und schreitet voran und lässt sich nicht aufhalten dabei voranzuschreiten. Und so langsam aber sicher sind wir schon durch. Wir betreten langsam, oder sind schon drin, ich weiß gar nicht, die letzte Woche der Tour. Ich glaube, die beginnt jetzt bald. Bislang läuft alles nach Plan. Wir haben das grüne Trikot mit Gerard Ciolek. Wir haben Platz 3 und die Führung in der Nachwuchswertung mit Louis Maintjes natürlich. Nicht Linus Maintjes, das ist jemand anderes, der Linus. Und wir haben die erste Attacke des Tages durch Fabian Wegmann. Arthur Vichot fährt hinterher. Amuel Moina ebenfalls. Simon Gerrans, Julien Simon und Florian Vachot. Und das wird dem Feld gerade zu fies. Stijn Vandenberg, oder hier ist der Van Duberg, fährt hier hinterher. Der langgewachsene Belgier aus der Omega Pharma Quickstep Mannschaft. Und ich würde sagen, heute geht es für uns um nicht viel. Ja doch, es geht schon um viel, aber nicht in Sachen Louis Maintjes, denn dort heißt es heute einfach nur verteidigen, mit dem großen Feld im Ziel ankommen und dann ist das gut. Mehr brauchen wir heute nicht schaffen. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal ein bisschen was. Sorgen heute mal ein bisschen für Aufruhr. Garcia ist hier vorne mit dabei. Ich würde sagen, wir bewegen uns heute mal mit Oliveira in die Spitzengruppe, oder? Ne, machen wir nicht. Komm, doch nicht. Ich würde gerne in Spitzengruppen gehen, aber wir haben Ciolek. Und Ciolek ist echt wichtig und wir können Punkte holen mit ihm. Je mehr Fahrer vorne sind, desto weniger Punkte können wir holen. Und wir können auch Etappensiege mit ihm holen. Und deshalb nie. Deshalb einfach nie. Hoffe, ihr versteht das. Also das Tempo jetzt recht hoch. Die Ausreißer werden nicht wirklich weggelassen von den Mannschaften Omega Pharma, von Cannondale und auch von Giant. Die wollen wohl Tempo machen für Kittel und Degenkolb. Denn da geht es ja noch darum, dass sie ein paar Punkte holen im Kampf um Grün. Noch ist ja für sie theoretisch mit Sicherheit alles möglich. Während hier Anthony Gallopin einen Defekt hatte und jetzt erst wieder ins Feld reinfahren muss. Der Franzose. Bislang von ihm auch noch nicht so viel zu sehen, aber ist auch schwierig, muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt sind die Ausreißer dann doch weg. Sechs Fahrer also an der Spitze. Gerrans haben wir mit dabei. Wegmann. Dann Vichot, dann Moina, dann Simon und Vachot. Und jetzt gucke ich gerade mal, ich glaube Platz 87 ist das Beste, was wir hier haben. Ja, und das ist einmal Moina. Er ist 87. mit fast genau einer Stunde Rückstand auf Christopher Froome. Also in Sachen Gesamtwertung ist dieser Ausreißversuch überhaupt keine Gefahr. Und dementsprechend zeigt sich auch schon, dass hier vor allen Dingen die Mannschaft Giant und auch ein bisschen Cannondale, auch ein bisschen Omega Pharma und ganz, ganz wenig. Ein Fahrer von Sky hat sich hier eingereiht. Also vor allen Dingen die Sprintermannschaften sind es, die hier versuchen, das Feld beisammen zu halten. Wir zeigen uns da heute ein bisschen passiver. Denn wir haben ja schon zwei Etappen geholt mit Gerard Ciolek. Wir haben ja schon das grüne Trikot an. Für uns geht es um nicht so viel. Und je mehr Ausreißer vorne sind, das darf man auch nicht vergessen, desto geringer ist unser Risiko. So, ich muss jetzt kurz mal Nase putzen. Das ist leider immer noch nicht ganz vorbei. So, da sind wir wieder. Bei dieser Etappe. Ja, relativ flaches Profil heute. Also heute wirklich was für die Sprinter. Das muss man einfach so sagen. Also besser geht's gar nicht. Auch wenn das Rennen jetzt schon sehr stark vorangeschritten ist. Die Kräfte ein bisschen schwinden bei der einen oder anderen Mannschaft. Wobei ich glaube, bei diesem Spiel ist das überhaupt nicht so. Dann wenn man mal anguckt, wie gut es unserer Mannschaft noch geht. Tja, da muss man wirklich sagen,
wird es den anderen Mannschaften wahrscheinlich ähnlich gut gehen. Und wenn man das mal so überdenkt, dann kann das eigentlich gar nicht sein, dass das hier alles so anstrengend ist. Also es geht unserer Mannschaft noch sehr gut. Muss man wirklich sagen, die grünen Balken sind fast noch komplett voll, obwohl wir schon 12 oder 11 Etappen gefahren sind, auch mit vielen Bergen dabei und so weiter. Also es ist schon interessant, sag ich mal. So, und jetzt geht es gleich zur Sprintwertung. Die ersten 6 werden natürlich die Punkte unter sich ausmachen. Das heißt, es geht hier noch um 9 Punkte, die wir aber auch nicht herschenken wollen, ist ja klar. Und wir gucken mal, kann man jetzt schon jemanden folgen? Kann man. Damit folgen wir mal Linus Gerdemann. Da kannst du langsam mal nach vorne eskortieren. Auch Cavendish ist hier bereits schon auf dem Wachenposten. Wir versuchen natürlich jetzt ein paar Punkte zu holen im Kampf um Grün. So, Ciolek muss natürlich dabei bleiben, ist ja ganz klar. Übrigens habe ich zwischen den Tagen, zwischen den Rennen vielmehr, viele Anfragen von verschiedensten Fahrern bekommen, dass sie gerne unserem Team beitreten würden. Beispielsweise dabei war da Andrea Guardini aus der Astana-Mannschaft. Wir hatten eine Anfrage von Daniel Oss von Omega Pharma. Also es waren schon bekannte Namen dabei. So, und Gerdemann zieht jetzt hier den Sprint wirklich Vollgas an. Vielleicht ein bisschen zu voll sogar. Und jetzt also der Sprint. Gerdemann kann den Sprint nochmal anziehen. Und dann kommt Ciolek raus und ich hoffe, das reicht. Das ist halt jetzt ein sehr, sehr früher Sprint. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. Sagan mischt auch wieder mit. Sagan mischt hier auch wieder mit. Das ist sehr interessant zu beobachten. Hallo? Danke. Okay. Sagan hat also auch mitgemischt. Ich habe jetzt oben leider nicht geguckt. Ich hoffe, ihr habt drauf geachtet, wie viele Punkte wir denn gemacht haben. Also, Cavendish holt sich 9, Kittel 8, Sagan 7. Wir haben 6 Punkte geholt. 5 gehen an Demar, 4 an Degenkolb. Also damit alles im Bereich des Möglichen. Auf den Schlusssprint kommt es an, wenn es denn einen Massensprint im Ziel gibt. Aber davon gehe ich mal stark aus. Wobei, auch wenn es keinen Massensprint im Spiel im Ziel gäbe, wenn die 6 Ausreißer es schaffen sollten, sich durchzusetzen, dann wäre es auch okay. Dann gäbe es halt weniger Punkte für uns, aber auch für unsere Konkurrenten zu holen. Also wie gesagt, wir haben ja die verteidigende Position. Wir haben es eigentlich recht gut. Wir haben viele Punkte Vorsprung. Von daher könnten wir uns theoretisch sogar einen Komplettausfall mal leisten. Und hier sehen wir die Nachwuchswertung. Dort ist also Luis Meintjes vorne vor Kwiatkowski. 9 Sekunden trennen die beiden allerdings nur. Und Kwiatkowski, das wissen wir, das ist ein starker Rennfahrer. Besonders am Hügel, aber auch am Berg ist er zumindest in diesem Spiel hier einer der Besten. Dementsprechend schwer wird das werden, dieses weiße Trikot noch zu verteidigen. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir uns ranhalten. Aber wir versuchen es natürlich, ganz klar. Wir haben die Chance. Und ein weißes Trikot habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Radsport-Manager-Karriere noch nie gewonnen. Weil meine Kapitäne halt meistens nicht unter 25 sind, sondern eher älter. Also eher so ab 26, 27 aufwärts bis hin zu 29. Das ist eigentlich so das beste Alter für einen Radprofi. Ja, und dementsprechend habe ich das noch nie gewonnen bei der Tour. Wäre auch ein Ziel. Aber dafür müssen wir Kwiatkowski erst noch uns vom Leibe halten. Den Rest, den haben wir ganz gut geschafft bislang. Auch Quintana ist mit seinen 8 Minuten doch sehr weit hinten. Aber da muss man halt mal schauen. So, die Sprintermannschaften machen aktuell nicht viel für die Nacharbeit. Alle, die vorne sind, sind aus der Mannschaft Sky. Und dementsprechend langsam werden die Ausreißer hier auch eingeholt. Jetzt machen die Fahrer von Cannondale wieder mit, die Fahrer von Giant und auch die Farmer von Origa Fahrer Quickstep sind auch wieder mit dabei. Und dementsprechend also wieder die Sprintvorbereitung im vollen Gange. Wir wollen mal schauen, wie wir es heute schaffen mit unserem Sprintzug. Andreato konnte sich ja die ganzen letzten Etappen immer mehr oder weniger ausruhen. Wir haben ihn ja auf den Bergetappen meistens mit wenig Einsatz einfach so rumdümpeln lassen, damit er einfach möglichst unbeschadet aus den Bergen rauskommt, unser Brasilianer. Dessen Vertrag wird ja auch nicht verlängert, wie ihr wisst. Ja, und wie gesagt, ich habe einige Anfragen erhalten und ich habe ja bereits schon mal in den Kommentaren die Frage beantwortet, wie es denn jetzt aussieht mit dem Projekt. Das werde ich, wie gesagt, in Paris erst sagen, wenn die Tour wirklich vorbei ist.
Dann werde ich sagen, wie es denn jetzt am Ende weitergehen wird, ob es denn weitergehen wird oder wie ich mir das Ganze überlege. Ich habe mir ja selbst, also es ist wirklich nicht so, dass ich euch jetzt auf die Folter spannen will oder so. Es ist wirklich jetzt nicht so, dass ich euch jetzt extrem auf die Folter spannen will und es euch nicht sagen möchte, sondern im Endeffekt ist es einfach so, dass ich es noch nicht weiß. Ja, also ich möchte das auch nicht überstürzen. Es ist halt, wie gesagt, ein Projekt, das halt sehr, sehr gut ankam bei euch. Dementsprechend tut es mir ein bisschen weh, das einfach dann zu beenden. Auf der anderen Seite merke ich aber halt einfach, dass wir hier schon sehr, sehr viel gesehen haben, dass wir schon sehr, sehr viel gemacht haben und dass halt vielleicht auch mal eine Pause ganz angebracht wäre. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall noch durch den Kopf gehen lassen, wie es denn jetzt weitergeht, ob es denn jetzt weitergeht. Aber auch schon überlegt, ob wir das vielleicht als Stream-Projekt weiterführen. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir reden da in Paris nochmal drüber. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Rest von diesem Let's Play hier und auf die heutige Sprintankunft. Jetzt kommen wieder alle vorgerast. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so gut ist, wenn man immer wartet bis in die Puppen und dann auf einmal von 0 auf 100 beschleunigt und nach vorne rast. So, wir hängen uns heute mal an... Nee, komm, wir hängen uns mal heute an Gerdemann ran, wie immer. Gerdemann kann von mir aus an Oliveira ranfahren. Und Oliveira, der kann für uns mal heute den Sprint anziehen. Also das ist heute unser erster Mal, Nelson Oliveira. So, jetzt warten wir mal darauf, dass sich hier der Sprintzug formiert. Wo sind denn alle? Da ist Gerdemann, dahinter Andreato und Cirlec. Also das klappt schon ganz gut. Jetzt muss er nur noch das Hinterrad von Oliveira finden, der hier vorne fährt. So, schauen wir mal, ob wir das auch noch hinkriegen. Wäre ja schon cool. Jetzt also die Positionskämpfer. Das ist halt ein bisschen doof an diesem Pro Cycling Manager, dass man eben euch lenken konnte. So, Jaco Venter hat jetzt die Flaschen gebracht. Hat er gut gemacht. Kann sich jetzt zurückfallen lassen. Gar kein Ding. So, Gerdemann. Wo ist Andreato? Wo ist Cirlec? Die sind hier hinten. Okay. Nicht so geil. Jetzt aber. Jetzt kommen sie 10 Kilometer vor dem Ziel. Haben sich unsere Leute jetzt einigermaßen gefunden. Es ist viel Gedränge hier, muss man sagen. Die Mannschaften Cannondale, die Mannschaft Giant, die Mannschaft Omega Pharma. Alle, die einen guten Sprinter haben, versuchen hier natürlich ihre Leute möglichst gut in Szene zu setzen. Und jetzt versucht Oliveira hier langsam aber sicher den Sprintzug aufzubauen. Gibt jetzt hier mal Vollgas. Gerdemann dahinter, dann Andreato, dann Cirlec. Ich bin ja mal gespannt, ob das hier gut geht. Dumoulin kann da nicht mithalten und jetzt ist unser Sprintzug, also der hier das Heft des Handels völlig in die Hand nimmt. So, ich hoffe, das mit dem Gel klappt einigermaßen. Jetzt ist Oliveira gleich platt, heißt also Gerdemann übernimmt jetzt. Und links kommt nochmal ein anderer Sprintzug, das ist der von Omega Pharma und der kommt jetzt auch ein bisschen überraschend. Jetzt also Andreato, aber das wird kein guter Sprintzug hier. Merkt man doch schon deutlich. Cirlec dahinter. Andreato setzt jetzt schon zum Sprint an. Dahinter Gerald Cirlec, dann Rojas. Und Andreato, das ist ein früher Sprint, das ist ein schneller Beginn. Und ich hoffe einfach, Cirlec kann das durchziehen. Jetzt kommt Gerald Cirlec raus, aber Cavendish, der hat noch einen Helfer. Der hat noch Boissonhagen. Jetzt kommt Cirlec raus, Cavendish. Beginnt jetzt mit dem Sprint, Gerald Cirlec, da wird die Kraft jetzt halt doch ein bisschen dünne. Und Gerald Cirlec schafft es nicht, diese Etappe zu gewinnen, wird aber Zweiter und macht damit auch keinen großen Fehler im Kampf um Grün. Schade. Schade auf der einen Seite, aber auch gut, dass wir nicht weiter hinten angekommen sind heute. So, hier nochmal der Sprint zu sehen von vorne. Ja, da hat es einfach an der Kraft gefehlt. Cavendish war hier einfach stärker, muss man sagen. Da hat man einfach die Punkte gesehen, die da den Unterschied machen. Cavendish hat ja, glaube ich, 84, wenn ich mich nicht täusche. Cirlec 81, 82. Sei es drum. Mark Cavendish gewinnt die 12. Etappe für Omega Pharma vor Gerald Cirlec und Marcel Kittel. Dann kommen Sagan und Meskec, Degenkolb, Buani, Nizzolo, Boissonhagen und Viviani. Das ist also der heutige Stand der Etappe. Christopher Froome bleibt im gelben Trikot vor Van Garderen und Mathieu. Da hat sich gar nichts geändert heute.
Und im Kampf um die Sprintwertung, das wird interessant. Gerald Jurek bleibt vorne, hat 293 Punkte. Dahinter Mark Cavendish mit 241. Dann Sagan 196, Kittel 174 und Degenkolb 176. Also es sieht immer noch sehr komfortabel aus. 52 Punkte Vorsprung für Gerald Jurek in der Sprintwertung. Ja, in der Bergwertung verteidigt Alexis Vuillermo sein Trikot wieder mal ohne Gegenwehr vor Arredondo und Gutierrez. Und in der Nachwuchswertung führt weiterhin Maintiers vor Kwiatkowski und Quintana. Dann haben wir last but not least, wo sich auch nichts getan haben wird, die Teamwertung. BMC führt vor Ager Desert und Sky und MTN Kubeka weiterhin auf Rang 8. Das war es an dieser Stelle von der 12. Etappe. Leider kein weiterer Sieg für Gerald Jurek. Viel hat nicht gefehlt. Es war wirklich ein guter Sprint. Gut angefahren auch wieder von Andreato. Wo landet der eigentlich am Abschluss der Saison? Hat noch keinen Vertrag. Also theoretisch könnten wir den noch verlängern. Aber wir haben, glaube ich... Oh, wir haben sogar Geld. Ich überlege mir das mal. Eigentlich ist er ja schon gut, ne? Eigentlich ist er schon wirklich gut, der Andreato. Ich überlege mir das mal. Wir sehen uns dann einfach mal zur nächsten Folge wieder. Nächste Etappe wird wieder was für Maintiers und Co. Also, bis dorthin.